Hey Leute, der L hier zurück mit einem neuen Part von Untold Legends. Und jo, wir quatschen dann mal den Hund an, also aktivieren die Statue. Und weiter geht's. Und da kommen gleich mal wieder Steinhäuschis. Emsen läuft doch gleich wieder gut. Die haben doch keine Chance. Was ist hier los? Sau-Sau-Sauberer. Und der Sau-Sau-Sauber hat irgendwelchen Feuerkrempel auf dem Boden, irgendwelche Fallen oder so ein Scheiß. Da hab ich ja nur da, nee, hab ich nix Verständnis, ne? Wie geht denn damit? Ihn da unten kriege ich, aber wo ist denn der blöde Zauberer hin? Ich sehe ihn nicht. Ist jetzt da rumgerannt? Zu mir rauf? Ja, da ist er. Dafür gibt's was auf die Ömme. Witz wohl. Aber der nimmt kaum Schaden, dieser blöde Gigant. Verdammt. Nicht gut. Wir nehmen uns doch trotzdem erstmal diesen Zauberer davor. Also da habe ich ja nur... Nee. Jo, bleib halt da unten, du Penner. Oh, ein bisschen Mana. Mana ist super. Jetzt kriegst du aufs Fressbrett, aber richtig. Jawohl. Jetzt. Erst hier Welle machen und dann stiften gehen oder... Nee, ist nicht. Kapuze des Gelehrten. Na, mal gucken, was die bringt. Ich habe übrigens mal wieder die Ausrüstungsstände, die ich im letzten Part hatte. Mal gucken, wie die ausschaut. Irgendwie kein Unterschied zu dem, was wir haben. Ja. Gucke ich trotzdem mal hier rum. Oh, Essenz. Essenz ist super. Vielleicht muss ich da... Vielleicht muss ich da bei diesem Monstergenerator irgendwie... Ah, shit. Zu schnell drauf gedrückt. Ist wurscht. Vielleicht muss ich da die Kappe aufhaben oder sowas. Ich weiß es nicht, Leute. Ich gehe mal kurz nochmal zurück. Sie ist definitiv noch nicht offen. Moment. Vielleicht haben auch die Steine was zu bedeuten. In Bezug auf die Monstergeneratoren. Ich schau mal. Ich hoffe fast nicht, weil das ist gerade hier so ein bisschen langsam. Werfen. Zack. Ja, nee, hat irgendwie... Hat irgendwie nichts gebracht. Dann setze ich wirklich mal den Hut auf von dem. So, ich kann mir vorstellen... Nö, bringt auch nichts. Gut. Möchte ich doch wieder das andere haben. Und weiter geht's. Da ist ja noch ein Weg, so ist es ja nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Lassen wir Wauzi. Aha. Machen wir wieder Strahlen hier. Ich reiß wieder die ganze Einrichtung ein. Da war doch eben irgendwas. Hat mir da irgendwas angezeigt? Ach, ist wurscht. Gehen wir weiter. Die sind alle kaputt. Ich habe das dumme Gefühl. Die reaktivieren sich wieder. Ja, gehen wir erstmal da rein. Ich find's immer noch doof, dass wenn ich die Karte klein habe.
die sich mitdreht. Und wenn ich sie in groß habe, dann bleibt sie starr. Ach, wir haben mal wieder ein Level up. Ja, nehmen wir doch mal in Magie rein heute. Weil so ein schöner Dach ist. Veteranenschulter. Naja, das steigert zwar extrem die Verteidigung, aber naja. Das, was ich gerade habe, ein bisschen ausgeglichener. Achso, ich habe noch was vergessen. Ich muss ja noch eine von meinen Magien steigern. Genau. Fliegende Klingen könnten wir eigentlich mal hochsetzen. Ich hab's ja schließlich auch noch. Okay. Sind zwar eigentlich gleich drei. Ja, und die hauen ganz gut rein. Ja, ist nett. Ist sehr nett. Ich habe da dann noch gar nichts kaputt gemacht. Das kann ja fast nicht sein. So. Na, wo ist er denn, der andere Magier? Da! Und da gehen wir die Einrichtung zu Bruch. Ah, gefällt mir. Da hat sich wieder einen Weg durch die Strahlen frei gemacht. Mensch, Leute, ihr könnt mir wirklich mal was Neues gönnen. Das ist immer der alte Kram. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich in dem Levelabschnitt, den wir uns befinden, hängt damit zusammen, dass die Speicherpunkte an Zeug rauslassen. Da ist ein blöder Zauberer dabei. Wo ist er denn? Korrektur, da war so ein blöder Zauberer dabei. Eine Kiste. Dann hat das sogar tatsächlich Sinn. Gebrochene Erdwässer. Hat das tatsächlich Sinn, wenn da die Wände kaputt gehen? Ich gucke es mir mal an. Irgendwie sieht die genau so aus. Oder? Ich sehe da keinen Unterschied, Leute. Hä? Egal. Selbst der Laszlo das Spiel gelobt, dass es solche Effekte hat, die man sieht. Also die Rüstung kann man erkennen, es gibt Unterschiede. Aber so ganz so groß sind die dann wohl doch nicht. Leider. Aber es ist nicht schlimm, das macht trotzdem Gaudi, das Spiel. Und ich habe wieder irgendeinen Gegenstand eingesammelt. Die haben wenigstens mal eine Veränderung, aber bis auf ein bisschen mehr Lebensenergie bringen die mehr. Gar nichts. Sind wir jetzt schon weiter? War es das jetzt schon? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Das waren doch mehrere Abzweigungen da vorhin. Seltsam, seltsam. Ah, vielleicht kommen wir da nochmal hin.
dass wir irgendwas erledigen müssen und dann müssen wir zurück. Backtracking, nein! Quatsch. Wenn es nicht so ausufert, dann habe ich mit Backtracking eigentlich gar keine Probleme. Und wenn die Ladezeiten nicht so ausufern, habe ich damit auch keine. Gerade wo ich sage, ne? Besiege den Leuchtstein-Golem. Also erstmal schön. Und habe ich jetzt mal das Bedürfnis, diesen blöden Magier hier zu besiegen. Mana wieder. Bei den Magiern geht das alles noch ohne Probleme, aber die Golems, die vertragen da mir zu viel. Ja, die Kleinen sind noch okay. Das ist nicht das Drama. Ein Fuchs wurde wieder rum. Mist! Dafür, dass die mir die groß machen, da habe ich nur gar kein Verständnis. Aber null. Null. Komm, Skelette. Also jetzt ernsthaft? Oh, ich mache erstmal hier die Runde, ist mir wurscht. Ich habe nicht unbedingt den Nerv, mich mit dem Boss, nennen wir ihn mal so, anzulegen. Und den ganzen kleinen Döns hier. Also vielleicht kriegen wir ja noch einen kleinen Level up oder sowas. Hat ja nix. Tatsächlich die Runde rum. Na, das sieht gut aus. Scheint kein Gegner mehr zu sein. Dann gehen wir nach oben auf dieses Podest. Ich habe schon gesehen, dass der da rumsteht irgendwo. Ich speichere trotzdem mal noch lieber. Nein! Achso. Ich habe gedacht, das geht gar nicht, aber es ist Autospeicherpunkt. Gut. Bin mal gespannt, wie gut wir dem beikommen können. Du musst da jetzt noch rausgekrabbelt kommen, ja? Aber ein bisschen Mana. Ja, mei, wenn ich habe ich keinen Stress mit ein bisschen Mana, kann ich brauchen. Die Lebensenergie ist Quatsch. Hallo. Ist aber mal gut. Ich habe ja gesagt, ich gehe da. Also jetzt ernsthaft hier. Muss ja irgendwo ein Nest sein. So. Jetzt kriegt er auf der Ömme. Okay, hier durch. Ich muss die Steine zerkloppen. Die Golems sind recht klein. Dafür wird dieser Turmälteste bezahlen. Okay, das geht noch nicht. Okay, das geht auch nicht, was ich davor hatte. Ich kann die Kamera nicht mehr drehen. Das mag ich überhaupt nicht. Okay, er macht sie selber kaputt. Jo, kann ich mit leben. Na komm, 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 komm. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er? Jo, lecker. Ja, komm her. So. Eine Säule steht noch. Den können wir wahrscheinlich was anhaben. Thank you.
So. Jetzt gibt's hier Bambule. Ey, seid mir nicht böse, das ist gerade lächerlich. Okay. Gut, war schwer. Schatten, da bist du ja. Wie war die Reise? Sagt, warum ihr mich getäuscht habt oder spürt meinen Zorn. Von hier oben sahen sie klein aus. Oder sind sie vielleicht gewachsen? Nun, ich kann mich schließlich nicht um alles kümmern. Ich bin ziemlich alt, weißt du. Also, was kann ich für dich tun? Das Reich leidet unter Helleskars Wahnsinn. Was du nicht sagst. All die unaufhörlichen Schreie. Geister brauchen auch ihren Schlaf, weißt du? Was ist der Grund für dieses Leid? Helleskar hat eine Priesterin aus einer anderen Dimension hierher gebracht. Ein ziemlich heimtückisches Frauenzimmer. Sie haben Foltermaschinen gebaut, die sie nun mit den Bürgern von Dureth füttern. Das Leid selbst ist es, was die dunkle Magie der Priesterin nährt. Bei den Dreien? Ihr beobachtet diesen Wahnsinn von eurem Turm aus und unternehmt nichts dagegen? Weil ich ein zeitloser Geist aus einer anderen Dimension bin, das fällt nicht in meine Zuständigkeit. Nichtsdestotrotz werde ich diese Tragödie beenden. Du scheinst ein netter Sterblicher zu sein, deshalb verrate ich dir etwas. Ich kann Wege durch den Raum erschaffen, auf denen du an weit entfernte Orte gelangst. Ganz toll. Dann bringt mich zum König. Was? Bist du lebensmüde? Hör mir jetzt einmal gut zu, Mondschatten. Solange die Priesterin hinter ihm steht, würde dich der König glatt aus deiner Rüstung husten. Es sei denn, du zerstörst erst diese drei Stätten der Qual, aus denen die Priesterin und der König ihre Macht beziehen. Und wo sind diese Stätten der Qual? Was muss ich dir denn alles erklären? Dieses Tor führt zurück zu deinen Freunden. Findet die Stätten der Qual und zerstört sie. Das wird euch weiterhelfen. Wir sehen uns, Mondfisch. Na gut. Leute, das sehen wir denn aber im nächsten Part. Ich finde jetzt Bossfight eine kleine Zwischensequenz. Ist ein guter Abschluss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye.